ihr mir bitte das hier niedrig machen? Dann hätte ich zwei Hände, das wäre super. Oh, super. Ja, danke. Am letzten Mittwoch, habt ihr vielleicht in der Stuttgarter Zeitung gelesen, haben 32 Leute aus unserer Mitte, unter anderem auch ich, Klage gegen die Parkräumung im Februar 2012 vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart eingereicht. Wir wollen feststellen lassen, dass die Versammlung rechtswidrig aufgelöst wurde. Und wir klagen gegen die in den Akten gewählte Negativbezeichnung Störer. Gestört haben nämlich nicht wir, sondern das Ordnungsamt und die Polizei. Die haben nämlich eine unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit stehende Demonstration gestört. Die Klage hat also den Zweck, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu schützen und für die Zukunft sicherzustellen. Unsere Bewegung, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ist eine Bewegung gegen die Stadtzerstörung, gegen den Bau von S21. Eine Bewegung, die ein Stuttgart will, das lebenswert ist für seine Einwohner und durchaus auch für Menschen, die als Touristinnen und Touristen nach Stuttgart kommen. Jetzt plant tatsächlich die Stuttgart Marketing GmbH des Herrn Delnitz, die Bahnhofsbaustelle als Tourismusattraktion zu bewerben. Der Tourismusmarketingchef der Landeshauptstadt hat dieser Tage eine neue Spielart des Katastrophentourismus vorgestellt. Und jetzt Originalton Armin Delnitz. Das ist ja gigantisch, was unter uns und über uns und an der Seite hier um uns herum geschieht. Und das finde ich hochgradig spannend. Armin Delnitz, ein Name, den wir uns hoffentlich nicht lange merken müssen, der aber vielleicht für die Heute-Show und für Neues aus der Anstalt sicher jetzt schon ein heißer Kandidat ist. Liebe Freundinnen und Freunde, unseren nächsten Redner muss ich hier nicht vorstellen. Er stellt die Frage nach Sinn und Nutzen des Gesamtprojektes seit Jahren und stellt sie immer wieder neu. Begrüßt mit mir Steffen Siegel, Vorsitzenden der Schutzgemeinschaft Kildach.